ist meine Bewerbung für Seven vs. Fire. Fuck. Fritz, du sagst 14 Tage in Alaska? Ich sag in 14 Tage auf die Spitze vom Mount Everest. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Heute ist Tag Nummer 1 von meinem Everest-Track. Eigentlich ist schon Tag Nummer 2. Es war nämlich so, dass ich von Kathmandu hier in so ein ganz kleines Dorf gefahren bin mit dem Van. Es war super lustig. Habe ich nur vergessen zu filmen. Habe ich ein bisschen reingekackt. Aber ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz ein bisschen was davon. Also, ich habe hier mein Backpack. Der sieht zwar groß aus, aber da ist tatsächlich gar nicht mal so viel drin. Den Rest, den habe ich alles bei Kathmandu gelassen. Das bedeutet zum Beispiel sowas wie Laptop. Ganz viele andere Klamotten, meine Flipflops habe ich da gelassen. Und dann bin ich mit einem Van hier in so ein ganz kleines Dorf gefahren, wie man hier jetzt sieht. Und von hier soll es heute weitergehen. Heute nehmen wir nämlich nochmal einen Van weiter zum Everest. Nämlich normalerweise ist es so, dass Leute Flugzeuge nehmen zu so einem Dorf irgendwo in der Nähe von Everest. Kann ich nicht machen. Ich nehme nämlich keine Flugzeuge. Darum gibt es bei uns ein bisschen einen Umweg. Bei uns dauert es nämlich so ungefähr 3 Tage, bis wir erstmal dort ankommen, wo der Track überhaupt beginnt. Und das ist der Plan, meine Freunde. Das bedeutet, heute ist Tag 1, aber auch irgendwie Tag 2 von meiner Reise zum Everest. Und gerade ist es so, dass wir ja auf einen weiteren Van warten, der uns weiter zum Everest bringt. Und dafür bin ich um 6 Uhr morgens hier aufgestanden. Das Problem: der Van, der hat nicht so richtige Abfahrtszeiten, meine Freunde. Der Van fährt nämlich ab, sobald er voll ist. Jetzt zeige ich euch mal, wie viele Leute schon auf diesen Van warten. Schon einige mittlerweile. Vorhin, als ich geguckt habe, war noch keiner hier. Da war nur ich. Genau, das heißt, vielleicht fahren wir bald ab. Dann geht's weiter und es dauert auch echt lang. Ich glaube, der Van dauert so ungefähr 8 Stunden. Und die Straße, die soll auch nicht so gut sein. Und wenn Leute hier in Nepal schon sagen, dass Straßen nicht so gut sind, dann muss das was heißen. Are we ready? Ah, okay. Es geht los, Leute. Es geht los. Okay, okay. Geil, geil. Mit diesem Van fahren wir also. Back hier. Mein Backpack kommt meistens immer da drauf. Back hier. Huh? Ja, warte. Let's go. Komm her. Okay, let's go. Wir sind jetzt hier bei einem Helikopter-Landeplatz, meine Freunde. Hier ist der gerade eben gestartet. Ich habe es auch auf Video. Ja! Und hier bringen sie ganz viele Sachen zum Basecamp. Hier tun sie die Sachen von den Leuten, wo auf den Everest gehen, transportieren. Und das eben im Helikopter. Und schaut euch mal, wie dick diese ganzen Sachen sind. Brauche ich auch so eine Tasche? Weiß nicht, Leute. Egal. Wir machen das ohne so eine Tasche. Mach das alles allein. Braucht keinen Helikopter. Okay. So sieht es in dem Inneren vom Van aus, meine Freunde. Wir haben nicht so viel Platz. Wie gesagt, es sind 10 Leute in diesem Van. Und es ist einfach viel. Es ist einfach viel für einen Van. Ja. Man sitzt hier Schulter an Schulter. Oh, guck mal. Beinfreiheit ist hier nicht. Okay. Wir sind jetzt angekommen, meine Freunde. Aber um jetzt weiter zu dem Dorf zu kommen, wo wir eigentlich hin wollen, müssen wir jetzt den Jeep tatsächlich wechseln. Und darum nehmen wir jetzt unser Zeug und dann laufen wir ein bisschen in diese Richtung, weil da ist so eine riesige Brücke und über die müssen wir erst drüber laufen. Und dann geht's zum Van Nummer 2. Yes, but light, no problem. Let's go! Um weiter zu dem Van zu kommen, mussten wir jetzt hier über diese Brücke. Das Wasser hier ist auch einfach so blau und da ist unser Van. Und jetzt gibt es ein Problem, Leute. Wir sind nämlich irgendwie 6 Leute und es passen höchstens so 4 wirklich in den Van rein. Das heißt, ich habe die Glückskarte gezogen. Freut sich nämlich jetzt hier hinten auf. Ja, Mitte. Okay. Let's go. Ich springe, Leute. Okay. Wow! Ich
lieb's. Und mit mir hinten drauf ist mein neuer Freund, den ich hier kennengelernt habe. Er kommt aus, where are you from? Russia. He's from Russia. Und wir beide chillen jetzt hier, glaube ich, 1.5 hours. It's gonna be great. Let's go. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And hier angekommen, meine Freunde. Ich habe hier ein paar Freunde kennengelernt. Das sind ein paar Guides und die bringen mich jetzt nicht hier in die Stadt, wo ich eigentlich schlafen wollte, sondern in eine weitere Stadt. Ein bisschen weiter weg. Es ist gerade 14 Uhr, das heißt, ich habe so das Gefühl, ich kann noch ein bisschen hiken. Die sind Pferde. Drei Pferde. Crazy, schau mal. Hallo. Vielleicht kann ich auch einfach mit dem Pferd auf dem Everest. Hallo. I feel good, and you? Yeah. Uns wird jetzt der Weg von einigen Pferden versperrt. Das ist nämlich, wie die Leute die ganzen Güter in die Berge bekommen. Die verwenden Pferde dafür. Aber das geht auch nur zu einem bestimmten Punkt, wurde von mir von den Guides gesagt. Voll geil, einfach jetzt umsonst Guides. Das geht nur zu einem bestimmten Punkt, weil, ihr seht, die machen die Wege kaputt. Das heißt, die dürfen nur to which city they can use here horses? To the Namchipucha. 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 So, yeah. Also können sie nur nach Namchipucha und dann müssen die Träger kommen und das dann abholen und dann den Berg hochtragen. Das sehen wir bestimmt auch noch irgendwann. Nice. Weiß ich Bescheid. Geil, schon geil, so einen Guide zu haben. Und besonders geil ist es, wenn er umsonst ist. Die laufen nur so schnell. Ich muss mich richtig beeilen. Ich muss mich verbessern, meine Freunde. Meine Pferde heißen gar nicht Pferde. Der hat gesagt, it's not a horse, it's not a donkey, it's a mule. Und ich habe Mule mal gelernt, damals in der Schule. Aber ich habe vergessen, was das heißt. Schreibt mal in die Kommentare, was Mule nochmal heißt. Ich habe im Englisch immer nicht so gut aufgepasst. I just know horse and donkey. Alter, fuck man. Die sind so schnell, die Jungs. Ich muss mich richtig beeilen, wenn ich ständig halt auch noch Videos für euch machen möchte. Fuck, okay, let's go. Sprint, sprint, sprint. Ersten Tag was brechen? Stell ich mir nice vor. I catch up, guys. I catch up. Good. Good, good, good. Namaste. Namaste. Ah, you covering, eh? Too much. For me, too much. Okay. Dann ja, wart. Das hier ist Poya, meine Freunde. Da wollte ich jetzt eigentlich hin, aber weil ich hier zu schnell gelaufen bin, hat es nur so eine halbe Stunde gedauert. Und die Guides, die laufen noch. Die laufen nach Lukla. Da will ich eigentlich erst übermorgen sein, also richtig krank. Aber ich habe mich entschieden, noch ein bisschen weiter mit denen zu laufen. Weil, ja, und die erzählen mir voll viel und die sagen so, wie die Blumen heißen und so. Und die sagen mir, wie die speziellen Wasserfälle. Das heißt, das ist eine Chance, die ich mir nicht entgehen lassen möchte. Weil ich werde auf dem Track ja wahrscheinlich keinen Guide haben. Und darum laufe ich noch weiter mit denen. Und ich guck mal, wie weit ich komme. Es gibt so immer überall mal so Tea Houses, wo man drin schlafen kann. Die gibt es eigentlich auf dem ganzen Track so verteilt. Das heißt, wenn mein Körper sagt oder ich einfach keinen Bock mehr habe, dass ich jetzt aufhören soll, dann höre ich auf und dann gehe ich in ein Teehaus. Da ist der Plan, meine Freunde. Let's go! Eine Sache, wo mir die Guides gerade erzählt haben, ist zum Beispiel,
dass hier bei dieser Schlucht, da war ein Erdsturz. Und einige Construction Worker haben da oben gearbeitet. Und ein Mann hat es leider mitgenommen und ist, glaube ich, erst letzte Woche gestorben. Ziemlich verrückt, wenn man daran denkt. Also, einfach weg, der Typ. Weil das geht hier halt über mehrere Meter nach unten. Und krass, wie schnell sowas passieren kann. You know your password number? No, I check, okay? Check, give me your password. Okay, I have. Ich muss jetzt hier kurz anhalten, weil hier muss man sich registrieren tatsächlich, dass man hier entlangläuft. Und man braucht eigentlich einen Guide tatsächlich, dass man hier überhaupt langlaufen darf. Ich habe keinen Guide, aber ich habe ja schon irgendwie einen Guide. Meine zwei anderen Guides, die jetzt schon vorausgelaufen sind, die gar nicht mehr hier sind. Fuck, ich habe nicht gesagt, dass das meine Guides sind und die muss ich jetzt wieder treffen. Fuck, so ein Jason, Alter. Und darum bin ich hier lang gekommen. What the fuck? Mal wieder so lucky, Alter. Lucky, lucky, lucky. Ehre. Okay, ich versuche meine Guides wieder zu finden. Leute, wir haben unsere Guides verloren. Alter, ich stand da 5 Minuten und habe mich kurz eingesteckt. Ah, die Guides müssen natürlich weiter, die müssen ja eigentlich nach Lukala, weil da eben ihre Kleinen so auf sie warten. Darum machen die jetzt eine Strecke, wo ich so in 3 Tagen mache. So, Leute, die sind einfach super schnell. Und ich habe jetzt so eine halbe Stunde versucht, sie wieder einzuholen. Und bin hier rumgesprintet wie so ein Irrer. Aber ich schaff's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann umdrehen, Alter. Es wird nichts mit dem Everest. Fuck. Nein, Spaß. Wird schon was mit dem Everest. Machen wir schon. Aber Alter, die Jungs, die wurden auf dem Everest krapseln, als wäre es gar nichts, sage ich euch. Ja, soviel zu Thema. Ich wandere jetzt noch weiter, bis ich in irgendeine Stadt komme. Ich schau mal, wie lange ich es durchhalte. Oh, und dann melde ich mich wieder. So, meine Freunde, ich bin jetzt ungefähr so 3 Stunden gewandert. Oh, das ist viel mehr, als ich heute eigentlich sollte, weil ich habe jetzt schon meinen ersten Schlafplatz geskippt. Genau, das heißt, ich wandere jetzt einfach 2 Tage. Das, was man eigentlich so in 2 Tagen macht, mache ich jetzt in 1 Tag. Ich sehe die Stadt hier auch schon von weit weg. Das ist jetzt noch so ungefähr, glaube ich, 4 Stunden. Das sollte ich bis es Abend ist, es eigentlich schaffen. Genau. Jetzt gibt es aber erstmal eine Coca-Cola als Stärkung. So beim Wandern so ein bisschen Zucker reinballern. Eigentlich nicht so der große Fan von so Softdrinks, aber beim Wandern ballern die anders, Alter. Sag ich dir, wie es ist. Geil. Puh. Hat jetzt übrigens 250 Rupees gekostet. Das ist so ungefähr 1,90 Euro. Ist echt teuer für so eine Coke, weil die ganzen Träger müssen das ja auch alles hierher tragen. Darum wird es umso teurer, umso weiter oben man ist. Ich bin mal gespannt, was so eine Coke dann auf dem Everest kostet. Vielleicht gibt es ja dann irgendwie so einen Store oder so. Muss man nicht mal kühlen mehr. Eigentlich voll die Business-Lücke. Oh Gott, ich bin viel zu viel mit mir alleine unterwegs. Da komme ich auf geniale Idee. Geniale Idee. Anyway, ich vernichte jetzt die Coke und dann geht's weiter. Oh, namaste. Thank you, my friend. Danke, Mann. Okay. I need 2. Okay. 10 minutes. 10 minutes. Okay. Suke. Suke. Leute, wir sind fast da, meine Freunde. Ich habe mir einen neuen Freund gefunden. Der ist auch ein Träger. Der geht heute auch nach Lukla. Und ich gehe zu Suke. Das ist noch so 10 Minuten entfernt. Vielleicht gehe ich auch nach Lukla. Ist auch nicht mehr so weit weg. So, und ich fühle mich fit. Ich weiß nicht. Ich darf mich jetzt, glaube ich, am ersten Tag nicht so überanspruchen. Aber was soll ich machen? Bist du fit? Bist du fit? Ich guck mal. Ich laufe jetzt mal zu Suke. Suke, hä? Okay, ja. Suke. Oh no. Oh no. Don't fall. Okay, let's go. Das ist übrigens der Weg. Der ist echt matschig von den Donkeys oder Mules oder whatever, was das jetzt auch immer ist. Oder Pferde. Nennt es, wie ihr wollt. Echt matschig und man muss aufpassen. Am besten sollte man nicht filmen, glaube ich, während man läuft. Das würde ich euch am ehesten abraten von allem. Macht es nicht. Hey!
Good job, Jam. Good job, Jam. Good job. Ich bin gefangen in Donkeys oder Mules oder whatever. Good job, Jam. Der Freund hat mir gerade erklärt, dass die Kocho in Nepali heißen. Kocho. Kocho Ramro. Kocho Ramro. Okay, Wahnsinn, ich hab auch einen. Okay, weiter geht's. Das ist Suki, meine Freunde. Ich habe mich entschieden, dort bleibe ich auch, weil langsam, wir haben uns kurz hingehockt. Dann habe ich schon gemerkt, dass mein Körper langsam erschöpft ist. Darum mache ich jetzt einen Surki-Rest. Und ja, genau, schauen wir mal, ob ich ein Zimmer finde. Okay, meine Freunde, wir sind jetzt hier in Surki angekommen. Das ist die Stadt, in der ich heute schlafen möchte. Puh, jetzt am Ende war echt nochmal gut anstrengend. Genau, diese Stadt besteht übrigens aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Häusern. Und eines davon ist anscheinend ein Teehaus, wo man drin schlafen kann. Und genau, das checken wir jetzt mal aus. Mein guter Freund hat mich gut geleitet. Aber tatsächlich halte ich ihn auch zurück. Er hat gerade eben schon gesagt, er geht nämlich ja noch nach Lukle. Und er hat gesagt, wenn er alleine geht, braucht er so eine Stunde. Hat er mir auch angeboten, dass er mich mitnimmt. Brauchen wir halt zwei dann, hat er gesagt. Bin ich halt nicht so... Nein, die Jungs sind einfach anders. Mit denen kann man nicht mithalten. Die sprinten die Berge hoch, Alter. So wie ich den Everest so sprinten werde. Okay. Alles klar, gucken wir uns mal das Tierhaus an. Reingekackt, Leute. Oh fuck, das ist, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich bleibe jetzt doch nicht in der Stadt, meine Freunde, weil die hatten da kein Wi-Fi. Weil es so weit unten in den Bergen ist, gibt es da kein Wi-Fi. Und ich, als vorbildlicher Influencer, brauche Wi-Fi. Weil ich will natürlich auch alle Leute hier auf Instagram und TikTok mitnehmen. Folgt mir da übrigens, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und da brauche ich Wi-Fi. Da habe ich eine neue Travel-Gruppe getroffen. Die mich jetzt zur nächsten Stadt mitnimmt. Weil es wird langsam dunkel und ich habe kein Licht. Das heißt, ich könnte es nicht alleine machen. Aber gut, dass man immer Leute trifft. Ich würde sagen, ich melde mich morgen dann wieder und sage, ob ich es geschafft habe. Das war Tag 1.